Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blair Witch. Wir hatten tatsächlich bis jetzt noch... Nee, ich wollte... Hier? Noch kein Autosave. Oh nein, unser Herz wieder. Was bedeutet, dass wenn ich... Jetzt hier unten rechts ist ein Autosave, danke. Ich würde nämlich sagen, was bedeutet das, wenn wir jetzt failen... Dass wir wieder an den Anfang zurückgeprescht werden. Also an den Anfang des Kapitels. An das Zeltlager. Kann es sein, dass der Herzschlag immer beim Speichern kommt? Warum guckst du da hoch? War das Zufall? Ich glaube, das ist Zufall, ne? Ja, gutes Hundi. Kommt ihr mit? Okay. Okay, alles in Butter. Was mir jetzt aufgefallen ist. Ich dachte, ich habe was gehört. Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn das Monster kommt. Hat ich was gewonnen? Nee. Oh nein, nicht wieder so abseits des Weges gehen. Ein Foto. Gib mir das Foto. Ohne Namen, diesmal. Was? Das ist ein polnischer Name, ne? Przemysław? Hat vorne nicht draufgepasst, haben sie es hinten draufgeschrieben, oder was? Das finde ich ja cool, dass er mir die halt auch abseits des Weges holt. Ist doch der Weg, ne? Ja. Habe ich den Satz zu Ende gesprochen? Falls nicht, sage ich ihn jetzt ein zweites Mal. Nämlich das, wo das Monster ist, dass es dann der Schein der Taschenlampe heller wird. Also theoretisch muss ich mich einfach nur wild die ganze Zeit im Kreis drehen und dort, wo es hell wird, hinleuchten. Weil ich mich ja recht krampfhaft immer darauf Warum wird der Wind so laut? Darauf verlasse, wo Bullet hinguckt. Und wenn er in uns steht, ist das echt schwierig, weil ich damit quasi die ganze Zeit permanent so gucken müsste. Okay, der Herzschlag hat nichts mit dem Speichern zu tun. Er ist jetzt auch da. Ja? Fuck. Yeah. We need to find another way. Die Rollmöpse. Aber ich kann mich doch nicht ducken. Ist mal ernsthaft. Muss ich hier rüberklettern jetzt? Oder hier hinten dann? Ja, Bullet, ich bin zu blöde. Oh, ist hier irgendwo eine Kassette? Ja, ich komme. Mutti ist gerade nur zu dumm, unter einem Baum lang zu gehen. Nee, die Kante ist hier zu krass, hier komme ich nicht hoch. Oh Gott! Was war das denn? Wir probieren es nochmal. Nee, er will uns nicht hier hochlassen. Ich kann aber auch nicht auf diesen Baumstamm. Komm, passe ich hier hinten durch? Wartet mal, bin ich einfach nur dumm und hab... Steuerung? Tastatur, Maus. Hocken! Wir können crouchen, Leute. Ich bin dumm. Haha, es ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Ich habe halt immer C gedrückt, aber C ist ja Bullet. Obwohl B irgendwie besser wäre dafür. Die Sägemühle und das Camp A. Ist Camp A das erste wirklich? Diese Musik, ne? Das erste, in dem wir waren? Ich meine, ist das wirklich der Weg, den wir entlang wollen? Wie weit kommen die hierher zu uns? Da ist doch überall dieses Laub.
We won't be able to sneak by this time. Beim letzten Mal war ich jetzt auch nicht so sneaky. Sneaky, vor allen Dingen sneaky. Was soll man stattdessen machen? Ich will nicht da reinlaufen und sterben die ganze Scheiße nochmal. Oh fuck. Die ganze Scheiße nochmal machen. Oder muss ich in die andere Richtung? Wait. Is that a railroad track? Ja. Let's see where it leads. Ich meine, das sehen wir doch, wo es hinführt. Was denn? Ist das nur so? Vielleicht finden wir ja einen. Ich habe Empfang, oder? Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um eine Pizza zu bestellen. Gleich Bullet! Eine für Bullet und eine für uns wäre perfekt gewesen. Wen können wir noch anrufen? Jess können wir anrufen. Hey, Jess. Hey, yourself. What's up? You know, just checking in, checking up on you. I mean, how are you? Wow, that was smooth. You're a regular Don Juan. Well, hey, let's see you run around a dark, muddy forest for a while. Yeah, it doesn't really help with your romancing skills. Speaking of which, any progress? Jess, there's something really messed up going on in these woods. Trying to scare me, it's working. Sorry, no, I can't explain it now. I wouldn't even know where to start. Just listen. If anything happens, I want you to know. Hey, stop it, Ellis. Whatever it is you want to tell me, you can do it once you get back, okay? Yeah, you're right. Ellis, I don't know what you've gotten yourself into, but you can always leave. Just get out of there. No one will think any less of you for it, least of all me. I can't. At least not yet. Sorry, Jess. I gotta go. Talk to you soon. You'd better. Und was mich noch interessiert, dieser Aelin. Nee, nicht Anrufverlauf, sondern Telefonbuch. Der. Besetzt, okay. Ashley? Keith, Oliver, Roscoe, Lanning. Okay. Yeah, what you expect, Ellis? Kriegsveteran. Ministerium? Geht gleich los. Oh, da geht jemand ran. You have reached the U.S. Department of Veterans Affairs. All our agents are busy. For Veteran Identification Card, press 1. For Veteran Deaths and Burial Arrangements, press 3. For all other inquiries, please leave a message. Screw it. Okay. Wartet, wir gehen sofort weiter. Wir gehen sofort weiter. Tierarzt, okay. Was passiert eigentlich bei Sprachnachricht? You have no new messages. Okay.
How the hell did they get here? Hayward? Roscoe? Den haben wir... Es ist schon wieder was verschwunden. Ich hasse es. Das, ich habe nämlich beim nächsten Mal, als ich... Das habt ihr, glaube ich, nicht gesehen. Also ich hoffe zumindest, dass ich das rausgeschnitten habe. Bin ich nicht zu den Ruinen gegangen und habe die nicht quasi abgerissen. Geht gleich los. Weil ich halt Angst hatte, dass das den Bug hervorgerufen hatte. Sie haben eine neue Nachricht? Sie haben eine neue Nachricht. Ich denke nicht. Okay. Und das nur Baumstämme? Ja. Das sah anders aus. Aber die sind einfach nur zueinander gelegt. Ist das wie eine Mine oder so? Das ist eine Brücke, oder? Ich weiß gerade nicht mal, ob ich den richtigen Weg gehe, um ehrlich zu sein. Müssen wir tatsächlich einen Zug oder einen Waggon oder so triggern? Ist recht, Bullet. Ein bisschen schneller vielleicht. Was ist da? Ich sehe manchmal Dinge, die nicht da sind oder so. Okay. Das ist ein Licht. Na, wir gehen mal ein bisschen runter von den Schienen, ne? Man weiß ja nie. Mich hier gleich irgendwas umboxt. Das ist echt ein Schienending. Okay. Es hört sich immer an wie so ein Geigerzähler, oder? Dieses Geknirsche, das ist nicht wie so ein Baum, sondern echt so, als wäre es hier verstrahlt. Okay, dann gehen wir mal hoch. Mit Hund bitte aber. Jump up. Sehr gut. Gutes Honey. Ja, ich bin genauso beunruhigt. Was ist das? Oh nein, ich will eine Anleitung. Triebwagenmodell, irgendwas. Hergestellt von irgendjemandem. Richtungshebel, Hauptschalter. Vorwärts, rückwärts, Bremshebel. Muss ich bremsen? Wahrscheinlich, wenn ich anhalte. Vorwärts. Rückwärts. Power Switch. Okay, wo ist auf was ist der gestellt? Ups. Hä? Ach so. Na, das macht Sinn, ja. Ach, der war schon an. Okay, dann ist die Bremse gezogen. Alles gut, Bullet, glaube ich. Aber wir brechen doch bestimmt irgendwie zusammen, also mit der Schiene oder so. Das ist so dunkel hier auch gerade. Ist das die Strecke, durch die wir gekommen sind? Irgendwie nicht. Okay, es geht hier weiter.
That's our stop, buddy. Was ist denn die Weiche gestellt? Sieht für mich aus wie nach links, oder? Wir können es ja mal probieren. Was passiert? Okay, ist sie jetzt nach links gestellt, weil der Hebel, also der Pfeil nach links zeigt? Tun wir mal so, als wäre es so und gucken uns hier jetzt ein bisschen um. Okay, ein Motor, der an ist, der wahrscheinlich dafür sorgt, dass die ganzen Lampen und so an sind. Deswegen werde ich daran nicht rumfummeln. Ich mag meine Lampen. Wie meine Frauen, hätte ich beinahe gesagt, angemacht. I didn't know there was a locking operation out here. Stop giving out permits in the 60s. This is ancient. Ach halt, muss ich den Baumstamm wegziehen, damit wir geradeaus weiterfahren können? Too heavy to push aside. Wohin auch immer es da hinten geht. Ach, das geht noch zur Sägemühle. Ich dachte, das ist hier schon, weil so viel Holz und so liegt. Richtig? Das Gras hat sich unter dir bewegt, Bruder. Oh nein, nicht schon wieder eine Kassette. Mehr hat die uns dagelassen. Die Notes. Und warum sollte er die uns da lassen, wenn das nicht unser Job ist? Und warum kann ich hier nicht auch wieder an der Stelle einfach zurückspulen und dann ist das angezündet? Aha. Aha, aha, aha. Jetzt die Tür auf. Sprit, aber den braucht man anscheinend nicht. Wie gruselig wäre das, wenn hier was durchgucken würde. Da ist der Zettel, habe ich gesehen. Ein bisschen Thunfisch oder so. Oh, der beste Hüttenboden dieser Welt. Okay. Dampfbetriebenes Hilfsaggregat. Tappy East Creek Holzunternehmen. Sicherheitsventil, Dampfhilfe, Druckmesser, Druck, Regelventil und Feuerkammer. Geardry, oder? Wir haben gerade eine neue Lieferung erhalten. Komm zum Wartungsschuppen und hol die Teile ab, die du haben wolltest, Robert. Okay. The maintenance shed looks promising. And maybe there's some spare parts left. You are here, Steam Donkey. Da geht's zur Sägemühle, also müssen wir ja wieder zurückgehen. Ach nee, hier ist ja die... Ist da noch ein Steam Donkey? Wir sind ja von der Taschenlampe aus. Warum ist da Camp A? War da nicht Camp... Nee, Camp B war ausgeschildert mit nach unten zu und dann haut's ja hin, genau. Wir sollen also nach unten fahren und dann erst zur Sägemühle? Habe ich das richtig verstanden? Ich würde mal rechtsklicken, damit irgendwas weggeht, aber... Das macht nicht Sinn, nicht wirklich Sinn. Ist wieder ein Foto. This again. Arkadiusz.
Oder Arcadius, je nachdem, wo er herkommt. Ich habe nämlich einen Kollegen, der kommt aus Polen und der ist Arcadisch. Noch ein Dogtag? God. Silvester. So sind das alle unsere Kollegen, die wir verloren haben? Wahrscheinlich, ne? Sonst hätten wir ja nicht das Dogtag von denen. It's a valve, but the handle's missing. Oh, the steam's escaping. Pressure's not gonna build up. We need to patch it up somehow. Come on, buddy. Wahrscheinlich müssen wir deswegen in den Schuppen, ne? Weil das hängt mit dem ganzen Scheiß hier zusammen. Wir können ja eh nicht zuerst geradeaus. Und geradeaus ging es ja zur Sawmill, ne? Also genau, hier geht's zur Sawmill. Also müssen wir eh nach links, wir haben keine Wahl. Und Richtung Camp B. Auch ein bisschen verdächtig, wenn er so rumschlabbert. Also es klingt nicht wie ein Hund oder wie ein Hund. Da leuchtet was rot, seht ihr das? Es blinkt rot. Ist das gut, wenn es rot blinkt? Liebe Leute, ich würde sagen, das finden wir nicht mehr jetzt heraus, sondern in der nächsten Episode von Let's Play Blair Witch. Bis dann. Tschüss.